Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Sanara. Wir sind jetzt hier in, wo sind wir denn? Genau, im Holzfällerlager und müssen das Uhrturm hier jetzt erstmal hier begutachten. Der Wald singt von der keimenden Veränderung, doch er schreit auch auf vor Schmerzen. Unsere neuen Freunde, die Trenai, sind hier, um uns zu helfen, so wie ihr. Wir müssen der Zerstörung meiner Geschwisterbäume ein Ende machen, bevor alles verloren und Eschental untergegangen ist. Genau, eine schädliche Verschwendung. Das Uhrturm knarrt, als es sich zu euch umdreht. Architekt Nemos sagte, ihr bräuchtet Holz, das ihr aus dem verdorbenen Saturnar errettet habt. Ja. So, Holz, das von widerwärtiger Dämonenmagie verzehrt wurde, ist für die Trenai in Waldeslied nutzlos. Nichts Vernünftiges lässt sich daraus erbauen. Doch ich werde es reinigen und Architekt Nemos zurückgeben, auf dass er und seine Leute es benutzen können. Und so wird die Tragödie doch ein gutes Ende haben. Ja, wunderbar. Das finde ich super. Bergt die Überreste. Die Satyren haben den Bäumen fürchterlichen Schaden zugefügt, aber das ist nichts im Vergleich zu dem Gemetzel, das die Orks veranstaltet haben. Das Uhrturm zittert, sichtbar vor Wut. Seine Blätter fallen rings um euch zu Boden. Leeren Elfe, begibt euch die Straße entlang zum Holzfällerlager und holt die Überreste dieser Bäume, Trins und Uhrtume, welche die Horde in ihren besten Jahren gefällt hat. Die Rückeroberung des Dämonenhügels. Kleines Wesen, im Südwesten gibt es ein Gebiet im Nachtweisenwald, das seit kurzer Zeit Dämonenhügel genannt wird. Es ist sehr traurig zu sehen, wie die Dämonen auf ihm herumkrabbeln und ihre Verderbnis verbreiten. Ich habe ein paar Samen, die ich für eine solche Gelegenheit aufgehoben habe. Bringt sie zum Dämonenhügel und pflanzt sie in fruchtbare Erdhaufen. Okay, machen wir da mal. Zerstört die Legion. Ich werde ihre Existenz in dieser Welt nicht dulden. Die brennende Legion hat unser Volk so gut wie zerstört und wir haben uns zurückgezogen, um in einer neuen Welt eine neue Heimat zu erschaffen. Dann kehrten sie zurück und wir haben uns erneut zurückgezogen. Wieder und wieder. Nicht länger. Im Süden und im Westen befinden sich noch Überreste der Legion. Die Region heißen Dämonenhügel, Dämonensturz und Dämonenstieg. Das ist von der Streitmacht, die einst in diese Welt einfiel, noch übrig. Geht und vernichtet so viele von ihnen wie möglich, bevor es zu spät ist. Erinnert euch an die Lehren der Agenten der Zerstörung. Das Holzfällerlager des Kriegshümmenclans ist ein Schandfleck in unserer Landschaft. Wann immer wir Fortschritte dabei machen, ihre Arbeiten zu stoppen, befiehlt Vorarbeiter Gortak seinen Holzarbeitern, ihre Anstrengungen noch zu verdoppeln. Jetzt fällen die Orks mehr Holz, als sie je verbrauchen können und lassen es verrotten, während ihre Klingen schon wieder in frisches Holz schlagen. Dies ist eine Beleidigung gegenüber allem, für das wir einstehen, Sanara. Und wir werden ihnen zeigen, dass wir uns eine weitere Zerstörung unseres Landes nicht gefallen lassen. Geht und ruht nicht, bevor Vorarbeiter Gortak und seine Lakaien tot sind. Viel Glück. Viel Glück, okay. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich am besten anfangen soll. Aha, dann muss ich da runter. Okay. Machen wir mal eins nach dem anderen, gell? Eiche des Eschentals. Okay. Nein. Das ist ja ätzend. Hey, wie habe ich den jetzt verloren? Nix damit weglaufen. Was geht mit euch? Jetzt habe ich alles eingesammelt. Sehr wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So
Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, wir sollen da Holz einsammeln und die Leute töten und dann stehen wir hier unter Beschuss von den eigenen Leuten. Das ist super. Super! So. Muss ich hier noch ein bisschen aufpassen, weil ich habe hier schon wieder die Leute schneller totgeschlagen, als dass ich hier das dumme Holz eingesammelt habe. So weit entfernt. So weit entfernt. Ich benötige ein Ziel. Ich benötige ein Ziel. So, warte mal, wie viel Holz haben wir denn jetzt? Wir haben 7 Holz. Wir brauchen noch 3. Und von den Mordlern brauchen wir noch 2. Na gut, dann müssen wir halt einen Hordler hier länger, also mehr töten als notwendig. Damit wir zu unserem Holz kommen. Und zwar, warte mal, vielleicht muss ich sie gar nicht töten. Mal gucken. Ah, wobei, immer. So weit entfernt. Ich muss sie töten. So, mit Sanara werde ich jetzt schneller hier den Ding verlieren. Das ist ja kacke. Den Erholungsbonus verlieren als mit Lucretia. Das ist alles ein bisschen... Das ist voll doof. Ich hänge mit Sanara voll hinterher und dann verliert die auch noch so schnell den Erholungsbonus. Komme ich da überhaupt hoch? Ich bezweifle das irgendwie. Ja. Wo laufe ich da jetzt am besten lang, ohne dass ich viel pulle? Ach Gott. Vorarbeiter Gortag getötet. Jetzt wäre ich gern Schurke, wo ich mich verstecken kann. Den pulle ich auch, das ist ganz klar. Du Affe! So, du stirbst jetzt. Und du stirbst auch. So. Schamanin. Echt jetzt? Da muss ich so viele Ding töten. Alter, die verliert kein Wasser, kein Mana oder was? Ja, anscheinend. Ah, da muss ich aufpassen. Aufpassen. So viel zu aufpassen, ja? Ja, super. Super. So, du wirst mich hoffentlich jetzt nicht hier sperren. Doch, du tust es. Ich habe kein Ziel. So, geht doch. Naja.
Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, wenn ich jetzt schon hier lang laufe, dann kann ich da auch weiterlaufen. Sonst muss ich da noch einen töten. So, Vorarbeiter. Den brauchen wir. So, den hätten wir auch erledigt. Mann, wieso ist hier eine Patt? Was soll denn der Scheiß? So, wir sollten jetzt normalerweise hier rauslaufen können. Ohne Probleme, ja genau, gut. Dann ist es halt die große Frage. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich glaube, ich gebe erstmal die Sachen ab, in der Hoffnung, dass ich dann eher noch ein Level Up erreiche. 13. Ja, solche Quests, wo man halt nur einsammeln braucht und die dann abgeben kann, das wäre halt nicht schlecht, gell? So. Endlich haben wir ein Zeichen gesetzt, das die Orks nicht ignorieren können. Jeder Vorarbeiter oder Großknecht, der einen Fuß in das Lager setzt, um Gortag zu ersetzen, wird meinen Zorn zu spüren bekommen. Wir müssen unseren Vorteil ausnutzen, Sanara, und nicht ruhen, bevor das Holzfällerlager des Kriegshymnen-Clans nichts mehr als eine weit entfernte Erinnerung ist und junge Bäume ihre Wurzeln in diesen Boden schlagen. Was sagt ihr noch? Was sagtet ihr noch gerade über Sprengstoff? Keine Ahnung, was ich da gesagt habe. Sprengstoff schreddern. Ich hasse es, euch wieder dorthin zurückzuschicken, aber eurer Beschreibung entnehme ich, dass wir es nicht zulassen dürfen, dass sie den ganzen Sprengstoff verwenden, den sie gelagert haben. Es ist zu gefährlich für euch, ihn einfach so zu zerstören, aber wenn ihr einen der Schredder stehlen könntet, bin ich mir sicher, dass er robust genug ist, den Explosionen standzuhalten. Nachdem ihr den Sprengstoff vernichtet habt, kehrt mit dem Schredder wieder hierher zurück. Es wäre närrisch, ihn wieder der Horde zu überlassen. Lebt wohl. Ah, da kriegen wir jetzt mal 10k. Das ist auch nicht schlecht. Bergt die Überreste. Habt ihr die Überreste, Lernelfe? Natürlich habe ich die. Was glaubst du denn? Ich lebe schon lange friedlich in diesem Wald. Aber wenn ich sehe, was diese Orks hier veranstalten, dann würde ich sie am liebsten in Grund und Boden stampfen. Ich werde diesem Holz jetzt seine letzte Ruhe geben. Habt Dank für eure Hilfe, Sanara. Ich werde euch nie vergessen. Ja, danke, danke. Danke, danke, danke. Gut, dann können wir hier jetzt die anderen Sachen machen. Ja, aber ich glaube, das zweite Level Up lässt auf sich warten, gell? Ach ja. Vor allem, wie gesagt, es... Oh, erkunde das Eschental, auch nicht schlecht. Oh, who's that? Ich muss näher heran. Ich muss näher heran, ja. Muss ich gar nicht. Muss ich gar nicht. Wie, hat der mich jetzt verbrannt, oder was? Ich glaube. Der hat mich da voll, unterbrochen. Ja, 15 Dämonen getötet. Alter, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich in Erholungsbonus auf alle Fälle los. Das ist halt irgendwie kacke. Wow, fuck! Oh, wir haben hier eine teuflische Pläne. Der Dämon hat dieses Pergament fallen gelassen, das erstaunlicherweise in Gemeinsprache verfasst ist. Die darin erwähnten Namen Diatorus und Gorgonon gehören zwei berüchtigten Schreckenslords, die in dieser Gegend die Dämonen kontrollieren. Die Pläne beschreiben genau wie... Ah, okay, das habe ich schon gemacht. Genau. Die Vorbereitungen auf einen Angriff der Dämonen auf Waldeslied im Norden, das ist der Ort, an dem eine neue Siedlung der Drenai erbaut wird.
Möglicherweise interessiert sich Verteidiger Weda am Holzfällerlager des Kriegshimmelklans hierfür. Ja, dann werden wir ihm das halt mal geben, gell? Sechs, sieben. Das werde ich ihm dann einfach mal alles abgeben. Ich weiß, es ist dann zwar ein Weg umsonst mehr oder weniger, weil ich dann eh noch mal hierher muss, aber vielleicht habe ich dann noch eine andere Aufgabe, wo ich auch wieder Dämonen töten muss. Sollte, glaube ich, so sein, zumindest. Aber ich werde es ja dann sehen. So, da müssen wir da hoch. Ja. Ja, 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 ja. So, was haben wir denn hier Feines? Wir haben hier die Nachtelfenjägerin. So, die Verteidiger Weda. Ach, ist das so. Was habt ihr da, meine Dame? Bei den sieben Kristallen von Atamal. Das darf nicht sein. Sie haben vor, Waldeslied anzugreifen? Nicht, solange ich Dienst habe. Verteidiger Weda zerknüllt die von Dämonen gekritzelten Pläne in seiner Faust. Nein, das werden wir nicht zulassen. Okay, nie wieder. Sanara, es ist eure Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieser Angriff der brennenden Legion niemals stattfindet. Geht und erschlagt diese Schreckenslord. Ohne sie sind Dämonen nur ein Haufen geistloser Untiere. Ihr findet Garganon im Dämonensturz südlich hinter dem Dämonenhügel in der Nähe des schwebenden Speers von Manoros. Ist schon klar. Ist schon klar. Diatorus, der Sucher, lebt irgendwo im Grabhügel auf dem Dämonensturz, um dort hinauf zu gelangen, sucht nach einem Stieg in der Nähe des Denkmals für Grom Höllschrei. Bringt mir ihre Waffen. Mögen eure Tage. Okay, das werde ich dann machen. So, die Rückeroberung des Dämonenhügels. Gut, auch wenn es vielleicht lange Zeit dauern mag, bis aus den Setzlingen Urtume werden, werden sie uns dann im Kampf gegen die Feinde des Eschentals helfen. Wunderbar, und, ah ja, ich habe noch ein Level-Up erreicht, das ist toll. Das ist toll. So, verschlossene Tore. Ich kann es in der Erde spüren, dass weitere Dämonen in unserer Welt gebracht werden. Bald werden es zu viele sein und wir werden von ihnen überrannt werden, ohne Hoffnung darauf, sie zurückzuschlagen. Nehmt diesen Teil von mir und kehrt zum Dämonensturz und zum Dämonenstieg südlich vom Dämonenhügel zurück. Zeigt mit dem Zweig auf ein Dämonentor und konzentriert euch. Ich habe einen Teil der Lebensenergie des Waldes in seinem Holz gespeichert und er wird das Tor schließen. Okay. Dann, weiß ich nicht, hat das noch Sinn? Na gut, ich habe noch einige Minuten. Wir haben noch einige Minuten. Wunderbar. Dann werde ich mich jetzt gleich hier auf den Weg machen, um die beiden Schreckenslords hier zum Zerstören. Irgendwie. So, aber alles funktioniert so nicht, wie ich mir das erhofft hatte. Das heißt, ein paar muss ich hier kaputt machen. Ich benötige ein Ziel. Das ist aber auch nicht schlimm, soweit. Ich bin außer Reichweite. Weil zerstören muss ich die Typen ja sowieso. Ist es so ein Portal da vorne? Ich weiß nicht so recht. Dämonentor, ja. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Dämonentor, hier. Oh, 10 Stück muss ich kaputt machen, was ist das für ein Scheiß? Aha, wir haben da gleich mehrere auf einem Weg. Aha, die werde ich vorher kaputt machen müssen. Leider, leider. Aber man sieht, ich hatte schon recht, dass ich nicht so viele kaputt machen muss. Weil ich im Nachhinein eh nochmal hierher muss und da auch noch einige töten muss. Also, so gesehen ist das alles andere als schlecht gewesen. So, dann werden wir
unten da hochgehen. Wap, wap. Mhm. Ich habe kein Ziel, okay. Dann hast du halt kein Ziel. So. Diesen hier zerstören. So, der Erholt-Bonus ist jetzt endgültig. Leider Geschichte. Also, das verstehe ich echt nicht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, dann können wir hier hinten vielleicht lang schleichen. Ich meine, das verstehe ich echt nicht. Hm. Wenn man jetzt mal logisch überlegt. Sanara hat sowieso schon aufholen müssen und währenddessen hat Lucretia die ganze Zeit Erholungsbonus sammeln können. Das heißt, eigentlich ist es logisch, dass Sanara so weit hinten ist und weniger Erholungsbonus hat. Oh wow, okay, das sind die Waffen. Die muss ich mir holen. Kommt die eher? Sicher, die kommt auch mit. Das ist so blöd! Ja, lass das. Au! Alter, der haut mir voll eine rein. Aha, okay. Die Waffen. Passt. So, dann hätte man da noch ein Tor zum Schließen. Ach, wir haben sicher noch ein paar Tore. Auf dem Weg zum anderen. Dämonen getötet. Dämonentore geschlossen. Brauche ich jeweils noch zwei und den Typi. Siehst du, es geht ja alles in einem Aufwasch. Alles in einem. Mhm, da haben wir ein unbewachtes Tor zum Beispiel. Und da geht's hinauf. Ah, okay, die rennt da rundherum, okay. Die rennt da rundherum. So, und da muss ich natürlich hoch dann. Das zeigt mir den Weg hinauf. Zum Trottel, den ich töten muss. So, 14 von 15. Hm. 9 von 10. Gut, die habe ich dann mal erledigt. Die Dinge könnte ich eigentlich dann auch gleich erledigen, wenn ich den schon töten muss. Und dann ist nur noch... Dann ist nur noch der Endtype hier, genau. Und der ist eh gleich da. Vor Ort. Ach, fuck. Wo ist er denn? Ei, wo ist er denn? Alter, muss ich da wirklich runter?
Ja. Alter, was ist das denn für ein Müll? Na gut. Wir machen das aber. Wenigstens gibt es da auf dem Weg keine Dämonen. Ja, ich hab's gerade verschrieben. Okay. Aber da ist er schon. Passt, den brauche ich. So. Einmal hier, so. Dann werden wir die mal schnell kaputt machen. Lebenssauger, okay. Da hast du schlechte Karten bei mir, weil ich heile mich, indem ich dich umbringe. Und du Affe, ja genau, war klar. War klar, ist klar, ja. Ich benötige ein Ziel. Gut, ich habe hier alles gemacht. Ich werde jetzt einen Cut machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Oh, ich habe vergessen, mich zu buffen. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne weitere Woche und ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Woche. Baba.